Leute, habt ihr euch schon mal gefragt, wie es eigentlich aussehen würde, wenn Spiele echte Personen wären? Ja, dann viel Spaß damit. Warum brauche ich vier Katzen? Vier Katzen brauche ich, um eine Neonkatze zu machen. Aber wo soll ich jetzt vier Katzen herfinden? Oh, ich glaube, ich frage bei meinen Freunden. Hey, du, was machst du da mit deinem Tisch? Was wird das? Der Tisch gefällt mir nicht mehr. Ich brauche dringend einen neuen Tisch. Achso, soll ich dir auch einen craften? Ich brauche dann aber vier Holzbretter von dir für die Werkbank. Du bist irgendwie voll weird. Also, keine Ahnung, was du da machst. Wie kann man das denn wieder zusammenbauen? Aber das möchte ich auch gar nicht fragen. Also, ich wollte einfach nur fragen, hast du vielleicht gerade vier Katzen oder so? Weil ich brauche eine Neonkatze. Hm? Neonkatzen? Was ist das denn? Nein, habe ich leider nicht. Ich könnte dir ein Regenbogenschaf anbieten. Oder eine rote Pilzkuh. Was anderes habe ich nicht. Also, du kannst meine Tür weiterfragen. Du weißt ja schon, bei wem. Aber wieso? Der sagte mal, dass ich die Emotes von ihm kopiert habe. Jetzt muss ich da wirklich hin? Ich weiß ganz genau schon, was das mit sich bringt. Aber gut, und sei vorsichtig und bau bitte nicht zu viel ab, okay? Und falls du Katzen findest, bring sie mir, okay? Hey! Vorsicht, Vorsicht! Hey, wir haben darüber gesprochen! Ach, du bist es wieder. Ja, ich hab's verstanden. Ich bin ein Loser und ich bin nicht cool und ich hab all deine Tänze kopiert. Ja, ich weiß, die Zahnseide ist okay. Du, ganz andere Sache. Ich bin auf der Suche nach vier Katzen, um eine Neonkatze zu machen. Kannst du mir da vielleicht weiterhelfen? Katze? Ah, du meinst den Katzenhimmel? Nein, nicht den. Eine richtige Katze. Katze bei uns? Ja. Hey! Raus! Meine Waffe ist Gold, das weiß ich. Ich war doch letztens auch auf Blau! Raus! Ja, ist ja okay. Und hör auf rumzuerzählen, dass ich deine Emotes kopiere. Das ist von mir. Also, ich habe ganz andere Tänze. Ich glaub's nicht. Ich habe Minecraft gefragt, ich habe Fortnite gefragt. Jetzt muss ich sie fragen. Oh, ich weiß ganz genau, was wieder dabei rauskommt. Hey! Alles klar bei dir? Könntest du mir vielleicht helfen? Also, ich bin auf der Suche nach vier Katzen und ich weiß, dass du auch mal Katzen bei dir hattest. Ich brauche vier auf jeden Fall, um eine Neonkatze zu machen. Hast du verstanden, was ich sage? Das war wieder sowas von klar. Ja. Hast du kein Chatfenster oder so, wo man vielleicht erkennen kann, was du gerade sagst? Weil ich verstehe dich. Ich verstehe diese Sprache nicht. Also, warum immer das Gleiche? Und ich kann mich mit allen unterhalten, aber nicht mit dir. Ja oder nein? Weißt du was? Ich komme ja so nicht weiter. Also, falls du eine Katze sehen solltest, so miau, miau, na, dann weißt du Bescheid. Und sonst versuche irgendwie ein Update zu bekommen, dass du ein Chatfenster hast. Und ganz wichtig, achte darauf, dass kein Stuhl vor dir gebaut wird, weil sonst kommst du wieder nicht raus. Und achte darauf, eine Leiter an deinem Pool anzubringen, weil sonst haben wir wieder ein Problem. So. In diesem Haus kann mir auch keiner helfen. Keiner versteht mich. Mir wurde auch gesagt, dass ich erst vielleicht Eier suchen muss. Aber was haben Eier mit Katzen zu tun? Und was ist? Was willst du? Was willst du? Hast du eine Katze gefunden? Nein. Ja, was willst du dann von mir? In der Stadt gibt es bald ein neues McDonald's. Hast du Lust mitzukommen? McDonald's sagst du? Oh, da habe ich ganz schlechte Erfahrungen. Also mit McDonald's weiß ich nicht. Ich musste ständig aus McDonald's entkommen und ich habe da nie was zu essen bekommen. Und die Manager sind irgendwie alle verrückt geworden. Warum ist das immer bei mir so? Oh Mann, Loser. Ja, wir haben es verstanden. Dein super Emote. Klasse. So was. Ach, weißt du was? Ich gehe ein bisschen Sims ärgern. Hm? Vielleicht sollte ich meinen alten Lehrer Mr. Fissi anrufen. Ich meine, der kennt sich mit Katzen und mit Haustieren aus. Bei ihnen in der Stadt gab es immer so viele Haustiere. Was willst du? Fortnite, lass mich! Minecraft, was willst du hier? Was wird das? Oh, du bist ja noch da. Hi. Ja. Ich dachte, du bist schon in Brookhaven, weil da gerade so die Post abgeht. Ja, was willst du jetzt von meiner Tür?
Ich wollte die abbauen, weil meine Tür gefällt mir nicht. Du kannst nicht ständig alles abbauen und wieder neu aufbauen, das geht nicht. Doch, guck mal, meine Tür gefällt mir nicht mehr und ich dachte, ich baue einfach deine. Ja, und dann geh zum Baumarkt und kauf dir eine neue und ich hör auf, ständig hier Sachen abzubauen und wieder aufzubauen. Ich geh doch selber. Nein, lass es. Und mich kannst du nicht abbauen, ich gehöre nicht zu deiner Welt. Du, aber ich habe noch eine Idee wegen deiner Katze. Ja, ich höre. Wir könnten mein Spiel durchspielen und dann könnten wir da den Enderdrachen besiegen und dann bekommst du vielleicht eine Katze. Was meinst du denn mit durchspielen? Also, das geht doch gar nicht. Was soll man denn durchspielen? Also, es bleibt doch immer so, wie es ist. Also, es gibt ab und zu ein paar Events und so, aber was meinst du mit durchspielen? Ja, naja, das verstehst du nicht, weißt du? Ich denke einfach quadratisch in der Box, weißt du? Ja, ich weiß. Mit einem verstehst Würfel. Du nicht? Ja, genau. Ja. Hey, lass es. Geh einfach. Geh halt bei mir was abbauen. Immer wieder abbauen und aufbauen. Du musst doch da nur vorbeigehen, Mensch, jetzt steh doch auf und geh da vorbei. Ey, bitte, das ist doch nicht so schwer. Du musst da nur vorbei. Oh, das gibt es doch nicht. Nur vorbeigehen. Der Stuhl steht dir nicht im Weg, du musst nur dran vorbei. So, ich hoffe, du hast kein volles Leben und ich hoffe, du hast auch kein Medikit dabei. Ey, Fortnite, ist das dein Ernst? Lass doch jetzt mal Sims in Ruhe. Das bringt nichts. Ey, ist das euer Ernst? Können wir nicht einmal alle gemeinsam hier ein bisschen klarkommen? Warum müssen wir uns immer streiten, ha? Mann, du weißt doch, wir sind alle unterschiedlich und wir haben halt andere Interessen. Ja, also da muss ich Fortnite einmal recht geben, aber das ist das einzige Mal. Das stimmt doch gar nicht. Also, wir haben doch alle was gemeinsam. Wir sind ein Spiel und wir haben alle Spaß irgendwie. Okay, manche versteht man, manche halt nicht. Aber jeder von uns hat seine Besonderheit. Und ich finde, das macht es gerade auch so besonders, hier in dieser Welt zu sein. Und wisst ihr was? Ich dachte, wir kommen alle miteinander klar. Aber anscheinend nicht. Ihr wollt mir anscheinend nicht dabei helfen, meine Katzen zu finden. Aber gut, ich habe euch verstanden. Das kann nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Ich dachte, bei dieser Sache, wenn es um die Katzen geht und um meine Neonkatze, dann wird mir mal geholfen und wir arbeiten alle zusammen. Aber nein, jeder muss wieder sein eigenes Ding durchziehen. Ich warne euch, ich baue euch bald wieder eine Fun-Obi mit 2000 Level, dann seid ihr wieder 3 Tage da drin. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Was? Okay, du hast recht. Wir sind alle sehr unterschiedlich, aber wir müssen miteinander harmonieren und wir leben ja in einer Welt zusammen. Fortnite hat recht. Und weißt du was? Wir helfen dir auch mit deinen Katzen. Ich rufe jetzt meinen Kumpel Steve an und der kennt bestimmt irgendjemanden. Juhu! Ja, ist ja gut, wie jeden Tag bei uns. Aber ihr braucht mir nicht helfen. Ich habe gerade jemanden am Telefon. Heißt Piggy. Und in seinem Haus sind wohl 4 Katzen und der will mir helfen. Also, ich bin bei Piggy, ne? Alles gut. Würde die Welt eigentlich aussehen, wenn TikTok, Instagram, Twitch und Facebook echte Personen wären? Heute mit dem Thema Essen bestellen. Oh. Oh. Heute haben ja 3 Leute Geburtstag, die ich kenne. Uiuiuiui. Hallo, schöne Grüße und alles Gute zum Geburtstag von Tante Marie und Onkel Wolfgang. Toll siehst du aus, meld dich mal, Bussi. Man wird ja nicht 1 Jahr älter, sondern nur 1 Jahr schöner, nicht wahr? Alles Gute zum Geburtstag. Hallo Gabi, Mensch, ist den Kuh ruhig alleine auf und gib bloß nichts ab. Alles Gute. Okay, das habe ich erstmal erledigt. Oh. Nein, 7. Es gibt 7 Restaurants in unserer Nähe, die wir unbedingt unterstützen sollten. Ich schau mal nach, was die jungen Leute so essen wollen. Oh Gott, bin ich alt geworden. Ah! Oh. Hallo Liebes, oh, du siehst ja wieder blendend aus. Es gibt 7 Restaurants in unserer Nähe. Bei welchem wollen wir bestellen? Ist mir egal, Oma.
Ich habe seit einem Jahr nichts mehr gegessen. Mir ist nur wichtig, dass es gut aussieht. Also, es muss richtig fancy aussehen. Fancy? Das Wort kenne ich gar nicht. Da muss ich mal bei Onkel Wikipedia nachfragen. Diese jungen Leute heutzutage. Überleg's dir doch, mein Schatz. Ich komme gleich nochmal wieder, ja? Dass diese Oma überhaupt noch weiß, wie man das Internet überhaupt heutzutage betätigt. Ich soll dir einen eigenen Shop einrichten. Jungchen! Oh, toll machst du das, Mensch! Ach Mensch, so fit war ich auch mal. Du, ich will dich auch gar nicht unterbrechen, aber es gibt 7 Restaurants in unserer Nähe und ich würde gern Essen bestellen. Was willst du denn? Also, ich kann es nicht ganz. Ist das was? Ist es der Döner-Tanz oder ist es der Gyros-Tanz? Ich verstehe es nicht ganz. Diese jungen Leute. Ach so, du meinst nein. Klar, habe ich verstanden. Ja, du, ach, mach es mal weiter. Für mich ist das hier alles nichts mehr. Okay, dann muss ich noch das Problemkind fragen. Aber der ist immer so wild. Und so ungestüm. Na gut, da muss ich jetzt erstmal durch. Wow, oh, ja, ganz genau. So sieht's aus. Oh, was? Samt alles gleich erreicht. Ja, ich schaffe das auch. Halt, du! Wir wollen was zu essen bestellen. Ja, Oma, was denn? Bist ja, du auch was? Hype Train. Samt alles gleich erreicht. Du essen? Ja, das können wir arrangieren, wenn aber du noch etwas donatest oder wenn du tatsächlich noch ein Sub da lässt, weil dann krieg ich Geld und dann könnte ich mir vielleicht ein Essen leisten. Also eine Spende, ja? Eine Spende. Das finde ich ja toll, dass du dich so sozial engagierst. Für welchen guten Zweck ist das denn? Da setze ich mich doch gerne ein. Für welchen guten Zweck? Das verrate ich dir. Für den Hype Train. Du, Hype Train. Junge Leute, ihr seid so spaßig. Du, ich bestell dir einfach vielleicht irgendwas mit. Ich muss jetzt erstmal meinen Mittagsschlaf machen. Für die nächsten 3 Stunden bitte nicht bei mir einloggen, okay? Tschüss. Sapko! Wo bleibt denn das Essen? Ich brauche schönes Foto. Ich brauche ein schönes Foto. Was mache ich denn jetzt? Ich gehe mal zu TikTok. TikTok? Boah, die Musik! Ach, kannst du nicht einfach mal stehen bleiben? Warum zappelst du immer den ganzen Tag rum? Und wo kommt die Musik eigentlich her? Das ist ganz einfach, du musst einfach nur so machen. Und schon hast du 4000 Likes, du brauchst das gar nicht. Was? Stehen bleiben? Nein, wenn dann nur so, die Ghost Challenge und dann danach weiter tanzen. Und du 4000 Likes, ich bekomme für diesen Tanz 10.000 Likes. 10.000 Likes? Dafür? Boah, weißt du was? Das mache ich auch. Ich nenne es Reels. So nenne ich das. Und sag mal, ist das Essen jetzt da? Weil ich muss unbedingt Fotos machen. Das Essen? Nein, ich starte von neu. Gibst du mir einen Countdown von 3, dann zeige ich dir Sachen, die ich nicht essen würde. So, Countdown bitte. 3, 2 und go. Was machst du? Ja, jetzt musst du dir vorstellen, wie hinter mir Essen ist, was mir nicht gefällt. Hast du schon mal was von Photoshop gehört? Da muss man sowas nicht machen. In welcher Welt lebst du? Ich gehe jetzt zu Twitch. Photoshop? Bringt doch gar nichts, ist doch nur für Fotos. Typisch Instagram. Wow, hey Twitch! Boah, was ist denn das für eine coole Musik? Gefällt mir richtig gut. Du sag mal, weißt du, ob das Essen jetzt schon da ist? Nein, die Bestellung ist nicht da und ich kann mir noch keine Bestellung leisten, weil erst wenn ihr einen Zap raushaut oder wenn ihr eine Dono raushaut von 2,50, dann kann ich mir was zu essen bestellen. Ey, Twitch, sag mal, Facebook und TikTok, die haben ja so eine kleine Meise. Ich glaube, wir sind mehr auf einer Wellenlänge. Sag mal, wie läuft das denn? Weil bei Instagram ist es so, dass ich nur Geld bekomme, wenn wir was zugeschickt bekommen. Wie machst du das? Eins in den Chat, wenn wir es dir nicht verraten. Eins in den Chat. Ja, das wüsstest du wohl gerne. Damit du Snapchat und TikTok, wie bei TikTok, die Sachen klaust, die Filter klaust und dann auch von mir was nimmst. Ja, das setzt du wohl so gerne, aber nicht mit uns. Eins in den Chat. Klauen? Ich glaub gar nicht. Das nennt man Hashtag Inspo. Ich hol mir nur Inspo.
Aber ja, du, ich bleib eh bei meinem Shop. Das wird nämlich richtig durch die Decke gehen, ich sag's euch. Oh Mann, eins in den Chat, eins in den Chat. Wenn ihr findet, dass Instagram auch was von mir klauen wird. Ey, was hast du da wieder geklaut? Ey, Oma. Oma, Facebook. Oma. Ja. Ich habe immer noch keine Mitteilung von Lieferando bekommen. Wo ist denn das Essen? Was? Wer? Lieferando? Den kenne ich nicht. Ich wollte eigentlich Onkel Wolfgang von Wikipedia losschicken, damit er uns das Essen abholt. Lieferdienst, was ist denn das? Oh, Oma, wie oldschool bist du eigentlich? Wir leben im 21. Jahrhundert. Das nennt man heutzutage Apps. Also es gibt Apps und dann kann man was bestellen. Patreon Level 3, Donation Goal ist erreicht. Jetzt können wir was bestellen. Was? In der kurzen Zeit hast du so viel Geld verdient? Ich muss irgendwie was Neues machen. So schön, was du das. Kannst du mal ruhig sein? Hallo, ist deine 24-Stunden-Story nicht mal vorbei? Ich glaube, ich muss Snapchat anrufen. Der hat bestimmt wieder was Neues. Also, ich klaue ja nicht. Bleib doch mal ruhig. Also, meine Systeme müssen doch erstmal so ein bisschen hochfahren. Also klar gibt's bei mir Switch on und Switch off, aber ganz ruhig. Ich will einen Spielabend machen. Ist das nicht toll? Hast du nicht eine richtig coole Idee dafür? Bitte. Hast du deine Eltern schon gefragt? Nintendo Wii und Nintendo Wii U? Ja, ich hab's schon gefragt. Die haben gesagt, das ist in Ordnung. Okay, Opa 64, pass auf, ich habe total Lust, einen Spielabend zu machen. Hast du eine tolle Idee? Also ich finde... Ein Spielabend. Aber natürlich, weißt du, zu meiner Zeit haben wir uns einen Fernseher besorgt und dann hatten wir, also wir hatten dann auch so Papier, dass wir woanders nicht sehen konnten, wer oben ist, wer unten ist. Und dann können wir zu viel spielen, weißt du, ich habe auch viel Controller. Also, weißt du, die PlayStation hat das damals nicht gehabt und auch nicht... Weißt du was, ich habe eine Idee. Wir machen einen Oldschool-Spieleabend und spielen deine eigenen Spiele. Wir könnten Super Mario spielen, wir könnten Mario Party spielen, wir könnten Pokémon Snap spielen. All diese super alten Spiele, die du alten Racing spielen. Oh, all diese ich könnte all meine alten Freunde wiedersehen. Weißt du, wie toll das ist? Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Aber was ist denn mit PlayStation 5 und Xbox One? Oh, PlayStation 5 könnte ich fragen. Warum muss ich Xbox One wirklich? Also bitte, dieses Thema hatten wir letztens auch mit der Wii und mit Wii U. Also, Xbox One fühlt sich sowieso immer schlecht, deswegen redest du mit ihm. Ja, ich weiß, dass er immer traurig ist, aber ich glaube, das liegt auch an der PlayStation 5. Also, rede mit denen, okay? Und ich bereite soweit alles vor, okay? Ich hole dann dieses SCART-Kabel. Also, HDMI funktioniert ja nicht bei uns. Ich will Xbox One nicht fragen. Oh doch, sei nett, wie ich es dir beigebracht habe. Hi, PS5. Ich bin Switch und ich habe eine Frage. Okay, also, du bist ja neu hier. Also, okay, pass auf. Wir machen heute Spieleabend, willst du vielleicht auch kommen? Nein. Mit welchen Spielkonsolen denn noch? Also, wir machen so einen Oldschool-Spieleabend mit meinem Opa 64 und ich habe das total. Also, es wird total toll und so. Und mit einer Nintendo 64. Mit so einer veralteten Technik soll ich spielen? Ja. Auf gar keinen Fall. Nein, da bin ich definitiv raus. Also da spiele ich viel lieber einen Exklusivtitel. Oh, du hast Exklusiv. Ich habe auch Exklusivtitel. Das ist ja aber definitiv nicht so cool wie ich. Willst du wirklich nicht mitspielen? Nein. Aber weißt du was? Du kannst ja Xbox One fragen. Ja. Seit zwei Wochen möchte keiner mit mir spielen. Alles dreht sich nur noch um die PS5. Einfach keiner möchte mit mir spielen. Dabei bin ich doch so eine coole Konsole. Hi Xbox One. Du, ich habe da mal eine Frage für dich. Also du hast mir schon sowieso keine Lust, weil du so voll viel zu tun hast. Ich weiß, du bist immer total busy. Kannst du jetzt mal bitte unter dem Tisch hervorkommen? Du bist ja schon wieder so vollkommen überdramatisch. Du bist heute bei dem Spieleabend mitmachen. Opa 64 und ich wollen Spieleabend machen. Also so ein Oldschool-Spieleabend. Aber ich bin mir sicher, du hast dafür überhaupt gar keine Zeit. Deshalb.
Du fragst mich, ob ich zum Spielabend kommen möchte und du lädst mich ein, mit euch zu spielen. Das finde ich so nett. Und natürlich komme ich zum Spielabend. Ah, ja, du hast ja so Zeit, ja. Ja, ich hab Zeit. Warum heulst du denn jetzt schon wieder? Sowas Nettes hat noch nie jemand zu mir gesagt. Und dass einige Leute wieder mit mir spielen möchten. Ich freue mich und ich werde auf jeden Fall kommen. Okay, geht's dir gut? Willst du vielleicht da unten vorkommen oder so? Ja, mir geht's gut. Eigentlich bin ich doch so eine tolle Konsole. Und die Spiele von meinen Eltern sind doch abwärtskompatibel. Und ich freue mich einfach nur, dass sie mich einlädt. Oh mein Gott, ja, Xbox One, bitte entspann dich ein bisschen und reg dich nicht immer so auf. Das ist überhaupt nicht gut fürs Gesicht, weil du bekommst sonst einen Haufen Falten und so. Und auch so siehst du irgendwie überhaupt gar nicht mehr gut aus. Echt ganz schön überholt, ne? Du, wir machen 18 Uhr, okay? 18 Uhr, heute, ja. Spieleabend mit Opa 64. Aber hör auf zu heulen, Mann! Sowas Nettes habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Mein Gott, das kann ja was werden. Ich hab doch gesagt, der ist ein bisschen... Oh. Hallo, Opa 64. Also, pass auf, ich hab das jetzt mit allen abgeklärt. Kindchen, aber Kindchen, warte! Oh, nicht weinen, ich hab nicht mehr so eine tolle Grafik. Ich muss erst mal meine Brille aufsetzen. Ja, aber was willst du? Was ist denn jetzt passiert? Gott. Setz dich doch jetzt erst mal hin. Du bist immer so aufgeregt. Setz dich doch mal hin. Ich kann mich nicht hinsetzen. Was willst du denn jetzt von mir? Ich hab nicht so viel Leistung. Ich kann überhaupt gar nicht setzen. Du weißt, ich hab nicht so was möchtest du mir denn erzählen? Was ist mit unserem Spieleabend? Also pass auf. Ich hab PS5 gefragt und PS5 hat gesagt, nein, der ist zu cool dafür und der hat auch ein Spiel. Weißt du was? Also PlayStation 5, finde ich, ist, also, der will sowieso immer angeben. Also, er kann immer alles, er ist der Beste. Weißt du, du und die Xbox One, ich finde, ihr habt viel mehr Gemeinsamkeiten. Xbox One? Ich finde, ihr passt super zusammen. Später könntet ihr vielleicht auch mal heiraten, aber da werde ich wahrscheinlich nicht mehr leben. Aber ich werde mit Wii und Wii U deinen Eltern mal reden. Nein, vergiss es, kannst du vergessen. Aber kommt dein Xbox One dafür heute? Xbox One kommt. Finde ich auch viel aber besser. Opa, ganz ehrlich, der ist die ganze Zeit am Heulen gewesen. Ja, da musst du ihn ein bisschen unterstützen. Warum muss ich ihn unterstützen? Er soll einfach aufhören zu heulen und Spaß haben mit uns. Er soll einfach so Spaß haben. Weißt du, ich finde, du und Xbox One könntet ein Team werden und gegen PlayStation 5. Also, verstehst du, was ich meine? Doch nicht! Ja, ist doch noch besser. Da kann er sich mit PC und so anfreunden. Ist doch viel besser. Nein, PlayStation 5 sieht viel zu gut aus. Weil, weißt du was? Weißt du was? Computer ist sowieso besser als PlayStation 5. Aber ich hab's nicht gesagt, ne? Also bitte. Das ist eine sehr kontroverse Aussage. Ja, also, ich muss jetzt erstmal schlafen und dann sehen wir uns später wieder. 18 Uhr, ja? Ja, ist okay. Uhr. Weißt du, ich kann nicht so lange. Ja, Opa. Ja. Ach man, endlich legt mich jemand ein. So freundliche Menschen habe ich um mich rum. Also, ich muss euch da mal eine Geschichte erzählen. Zu meiner Zeit, ne? Also, da waren die Spiele fertig, wenn wir sie gespielt haben. Und da gab es nicht diese Updates und Internet und Online. Das Spiel war fertig. Und es war perfekt, sage ich euch, perfekt. Und zu meiner Zeit gab es diese sogenannten Speedruns. Das heißt, man hat wirklich geguckt, wie schnell konnte man ein Spiel durchspielen. Aber nicht so wie heute. Also, heute ist das ja ganz, ganz anders. Oh, was sind das hier irgendwie schon wieder für Leute, mit denen ich ein Spiel ab... Oh, es gibt ein neues Remake für mich! Bis dann! Ach, Kindchen, kannst du nicht ein neues Spiel rausbringen? Immer muss ich die Vorarbeit für dich leisten! Okay, Leute, hat euch das Video heute gefallen? Hat euch das Video heute gefallen? Also ich fand es wieder sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Hast du dich wiedergefunden in deiner Rolle? Selbstverständlich, aber viel mehr, glaube ich. So, also ich glaube, ich könnte die PlayStation 5 sein, ich könnte auch die Xbox sein und ich könnte auch die Switch sein. Ich muss sagen, all die Emotionen, all die Menschen, die heute mit den Spielkonsolen dargestellt wurden, sind so Teile von mir. Also... Mal der bisschen traurige. Ja, aber ich glaube, das geht jedem so. Aber was würdest du sagen, ist am ehesten? Also ja, doch, PlayStation 5, glaube ich. Ich habe zwar René nicht so oft gesehen, aber... Am ehesten bist du die Switch. Wirklich, glaub's mir. Bin ich die Switch? Ja, was bist du? Du bist die Xbox. Ja, du bist die Xbox. Nein, hallo, bleib doch kurz stehen! Hätte ich es nicht laut gesagt. Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und Daniel ist schon wieder da. Also bist du jetzt Switch oder was wärst du? Ja, du wärst die Nintendo, doch. Nintendo 64. Ach so, ja stimmt, die Oma, ja klar. Ja, ist doch klar. Hey, ich hab keine Alexa.
aber ich hätte voll gerne eine. Und deshalb muss Kahn heute meine Alexa sein. Lautstärke erhöht. Lautstärke Maximum. Alexa. Ey. Alexa, bitte wecke mich mit freundlichen Klängen. Deine Nachrichten in 60 Sekunden. Heute. Wetter. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute haben wir schon zwei Videos haben wir jetzt schon aufgenommen, aber es ist noch relativ früh. Also es ist jetzt, glaube ich, irgendwie 10.30 Uhr oder sowas. Ich muss mal kurz schauen. Ja, 10.30 Uhr. Und Kahn hat gerade in einer Challenge gegen mich gewonnen und ich bin jetzt ein bisschen traurig geworden. Oh. Und da habe ich mir überlegt, was könnte ich tun? Wie könnte er das wieder gut machen, dass er in dieser Challenge gegen mich gewonnen hat? Was wagt er sich das? Kamera. Und dann hat mein Hirn gerattert und dann dachte ich mir, hey, ich habe keine Alexa, aber ich hätte voll gerne eine. Und deshalb muss Kahn heute meine Alexa sein. Also alles, was Alexa kann, kann Kahn bestimmt auch irgendwie erledigen. Und dementsprechend werde ich jetzt direkt mal zu ihm gehen und ihm die frohe Botschaft überbringen, dass er heute meine Alexa spielen darf. Ich weiß noch nicht genau, wie begeistert er sein wird. Wahrscheinlich nicht ganz so sehr. Aber das ist ja nicht mein Problem. Warum kommst du immer, wenn ich meine Mütze Alexa, nicht aufhabe? Was ist 4 plus 4? Was erzählst du? Alexa, wie ist heute das Wetter? Du denkst doch nicht, dass ich jetzt deine Alexa spiele, nur weil du dir in echt keine leisten kannst. Doch. Nein, was soll das? Hallo? Was hast du vor? Ich will eine Challenge machen. Ja, was für eine Challenge? Du bist heute meine Alexa. Aha! Ich bin Alexa. Ja, nein. Doch. Wie kommst du auf die Idee? Nur weil ich jetzt diese eine Challenge gewonnen habe und das hier Korrekt. Gewonnen habe, ne? Korrekt. Nur weil ich das hier gewonnen habe, warte. Korrekt. Das hier, ne? Korrekt. Nee, kommt nicht in Frage. Können wir einmal kurz appreciaten, ja, wie toll diese Studio hier geworden ist? Einmal appreciaten. Ja, schöne Grüße. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gezeigt, ne, im Video. Nein, deins noch nicht, nein, meins ja. Sehr schön, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. So, Alexa, was ist 4 plus 4? 8. Wow. Ja, siehst du, funktioniert doch. Warte, da muss ich so machen. 4 plus 4 ist 8. Also pass auf, so, das läuft heute folgendermaßen ab. Ich schicke dir Sprachnachrichten, wenn ich dich brauche. Ich schicke dir dann ein Alexa und dann musst du zu mir kommen und deine Aufgabe abholen. Einfach sonst noch was? Erstmal nicht, dankeschön Alexa. Ja Leute, da seht ihr auch schon Kahns erste Aufgabe. Er muss sein Aussehen verändern. Ich rufe ihn mal. Ich war ja gerade bei ihm, aber ich finde, er kann sich ruhig auch noch ein bisschen bewegen. Alexa! Das hat aber ganz schön lange gedauert, Alexa. Oh. Alexa, bitte nicht so laut. Schau mal, nein! Outfit nein! Alexa, bitte zieh das an. Hör auf, mich Alexa zu nennen. Alexa, das ist nicht mein Name. Siehst du das bitte an? Ja. Das gefällt dir, ne? Ja. Ja, schon. Alexa, Lautstärke auf 2. Schön. So, okay, sag an. Steht dir gut. Nee, ja, was willst du jetzt? Alexa ist heute nicht gut drauf. Reicht dir jetzt schon. Alexa hat ein bisschen Internetprobleme. Das war die Aufgabe. Du kannst erstmal wieder zu dir gehen. Ich habe dich nicht verstanden. Alexa, bitte schalte dich aus. Ich habe dich nicht verstanden. Kannst Alexa, du das bitte wiederholen? Standby-Modus. Lautstärke erhöht. Alexa. 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 Bist du eingeschnappt? Lautstärke erhöht. Alexa. Standby-Modus. Lautstärke Maximum!
Kannst du das jetzt bitte tragen? Kannst du dich jetzt mal beeilen? Ist ja furchtbar. Alexa, ich brauche dich nicht mehr. Bitte schalte dich aus. Hier öffne ich deine Spotify-Playlist. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See! Schwimmen auf dem See! Lautstärke, leiser. Ich finde das nicht okay, dass du dich über mich lustig machst in meiner eigenen Challenge. Ich finde das gemein. Alexa, wie wird heute das Wetter? Das Wetter in Hamburg wird etwa 12 Grad mit Wolken. Alexa, aber ich bin nicht in Hamburg. Alexa? Heute die Tagesthemen in 60 Sekunden. So. Das erkennen kann ich schon lange. Ich hab mein Handy noch nicht mal bei mir. Los, sag, was willst du? Ich hab mein Handy noch nicht mal bei mir. Ich hab dich doch gar nicht gerufen. Ja, aber du wolltest mich wahrscheinlich wieder rufen. Nein, wollte ich nicht. Wenn du mich in den nächsten 5 Minuten rufst, ne? Dann nehme ich dir diese Mütze ab. Nee, mach nicht. Ja. Ey, Alexa, beruhig dich mal. Alexa hat braucht ein Software-Update. Ich glaube auch. So. Jetzt ist er weg. Alexa! Okay, ich guck gerade mal, was Alexa noch so kann. Ach ja. Ja doch, ich glaube, ich lasse mir von Alexa gleich das Licht ein bisschen dimmen. Ich würde gern schlafen. Dann könnte Alexa mir auch einen Wecker stellen. Ich glaube, das machen wir. Ich möchte jetzt ein Nickerchen halten und Alexa kann dafür das Licht ausschalten und das Wecker stellen, so dass ich dann pünktlich in so 5 Minuten, 10 Minuten wieder aufwache. Oh, hallo! Alexa, was hast du da hinter dem Rücken? Bitte nochmal deutlich aussprechen. Alexa, bitte dimm das Licht. Und gerne werfe ich dich ab. Nein. Was willst du? Du sollst das Licht bitte dimmen. Also alles ausschalten bitte. Nee, komplett aus. Ja, mach weiter. Hier ist auch noch Licht. Alexa, stell einen Wecker auf 5 Minuten. Ist gestellt. In 5 Minuten. Dankeschön. Mal jetzt ein Nickerchen. Gute Nacht. Gute Nacht. Dankeschön. Sehen uns in 5 Minuten. Ja. Alexa, bitte wecke mich mit freundlichen Klängen. Au! Alexa, bitte schalte dich aus. Ich bin mich beobachtet beim Schlafen. Wir sehen uns in 5 Minuten. Das war dein Wecker. Danke. Danke, Alexa. Bitteschön. Alexa, bitte schalte das Licht wieder an. Ja, mach ich gerne. Ich mach jetzt, Alexa,
macht noch schöne Musik dazu. Danke, Alex. So, deine Guten Morgen Playlist. Good morning, good morning, good. Ich kann nicht ernst dabei bleiben. So, noch was? Ja. Was sagst du zu deinem heutigen Wecker? War okay. Alexa? Ja? Spiel mir bitte Beethovens 9. Dieser Titel ist in deinem Abonnement leider nicht vorhanden. Okay. Stelle um auf Premium. Nur 52 Euro pro Tag. Bestellung abschließen. Sage Alexa. Alexa. Bestellung abgeschlossen. Der Betrag wird von ihrem Konto abgezogen. Alexa? Spiel bitte Beethovens 5. Dieser Titel hat dich 421,14 € gekostet. Schnäppchen. Alexa? Meine Performance ist super und du sagst mir, Alexa, Alexa, ja, sag. Bestell mir bitte eine Pizza auf 12 Uhr. Ja, okay. Bei Domino's. Ja, okay. Noch was? Nein, erstmal nicht. Mach das jetzt aus. Alexa sagt, mach das aus. Ich habe jetzt aber schon langsam Hunger, muss ich sagen. Mein Essen sollte schon da sein. Alexa, wo bleibt meine Pizza? Ich habe doch eine Prime-Mitgliedschaft. Mal schauen. Ah, da kommt meine Pizza auf mich. Hallo Alexa. Dankeschön. Hast du bestellt? Alexa, das ist... Ihr Konto wurde gemeldet. Durch zu häufiges Nutzen von Alexa wurde Ihr Konto für die nächsten 30 Tage gesperrt. Was mit meiner Pizza? Hab ich schon gegessen. Aber warte, warte, nein, nein, sorry. Nein. Alexa hatte Hunger. Versuch wenigstens zu treffen. Ja, also offensichtlich hält es Kahn nicht so lange als mein Sprachassistent aus. Ich finde, ich war gar nicht so schlimm. Aber wie seht ihr das? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Wie redet ihr so mit eurer Alexa und was ist euer Lieblingsbefehl? Sagt es mir, lasst es mich wissen und dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und vielleicht auch ein Abo bei uns auf dem Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. I've been watching you for some time. Everybody's always talking that. Oh ja, Zac Efron! We've got to work, work, there'll be no doubt. Bad on it, bad on it, bad on it, bad on it. Okay, das reicht. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Hallöchen Leute! Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute gibt es eine neue 24-Stunden-Challenge mit diesem Monster hier. Ja, was machen wir denn? Ja, ich mache erstmal gar nichts. Stopp. Ja, genau. Wir machen erstmal gar nichts. Du machst hier erstmal heute was. Es ist eine 24-Stunden-Challenge. Und wir hatten ja schon zum Beispiel 24 Stunden als Alexa, 24 Stunden als WhatsApp. Und heute bist du 24 Stunden. Dreh um. Nee. Dreh um. Dein Ernst jetzt?
24 Stunden Spotify? Heute bist du Spotify. Das heißt, heute... Du musst die ganze Zeit Musik anmachen, oder? Nein, so einfach, nein. Du musst heute die ganzen Lieder singen. Hm? Ja, du bist Spotify, das heißt, du musst heute die Songs wiedergeben. Ne? Und dadurch, dass wir, da es noch etwas früher ist... Stopp, nein, du hast hier gar nichts... Du bist Spotify. Ne, du bist Spotify jetzt heute. So. Möchten Sie Spotify Premium kaufen? Habe ich schon. Ohne Werbung bitte heute, ne? Es ist ja etwas früher am Tag, ne? Und damit ich gut reinkomme, habe ich immer so eine Guten Morgen-Playlist, ne? Deswegen würde ich doch mal dich bitten, einen Guten Morgen-Song abzuspielen. Danke, Spotify. So. Los. Muss ich das auch noch ankleben oder muss ich das rumdrehen? Ja, kannst du gleich ankleben. Gleich. Ja, guten Morgen. Oh, kannst du nicht die Kamera? Doch! Das ist voll schlimm! Hallo, du bist Spotify, los jetzt! A song for a lovable, reliable friend. Stopp, nein! Heart. Auch nur Songs, die es auf Spotify gibt. Gibt's den auf Spotify? Ist das jetzt dein Ernst? Gibt's den auf Spotify? Weiß ich nicht. Nein? So, also. Ja, komm, als Ausnahme, jetzt mach. Danke, das werde ich aber jetzt machen! Jetzt mach! Du bist Spotify, du redest nicht, du singst. For long we've made such great memories. Mach's the joy you mal. Bring helps when times are tough. Some friends are just gold shining in the dark. I'm so glad we started knowing each other. Help out one another, no matter how far. Here's to you, this song's for Khan. Sehr gut! Weißt du, das gibt mir direkt good morning vibes. Ne? Finde ich gut. Reicht es schon? Erster Song ist soweit, genau. Song. Nein, das reicht erstmal. Ich hör natürlich gerne Musik, aber das reicht mir jetzt erstmal für heute Morgen. Ich komme gleich mit einer anderen Playlist. Ist gar nicht peinlich, ne? Mir ist das nicht peinlich, dir ist das peinlich. Und ich sag dir jetzt schon, ich bin später unterwegs mit dem Auto und ich brauche auch Musik im Auto. Sag ich dir jetzt schon. So, ja, ist okay. Ich liebe. Stopp. Raus. Ich habe auf Pause gedrückt. Das wird super. Ja. Dann ja, Entschuldigung. Spotify. Und? Zeig mal. Wie sieht's aus? Sehr gut. Weißt du, Danja, ab und zu brauche ich auch mal so ein Lied, um runterzukommen. Wir wollen ja gleich ein bisschen aufnehmen. Und bevor wir jetzt aufnehmen, dachte ich mir, vielleicht ein etwas Slow-Song, um ein etwas runterzukommen. Du weißt ja, was ich für Musik höre. Bitte. Ein Slow-Song. Bitte aufstehen dafür auch, ne? Ich brauche ein bisschen Engagement. I've been watching you for some time. Can't stop staring at those ocean eyes. Burning cities. Stop. Pause. Von wem ist der Song? Von der Billie Eilish. Ocean Eyes. Okay, ja, mach weiter. Burning cities, napalm skies. 15 flares inside those ocean eyes. Your ocean eyes. Okay. Dankeschön. Ja, ich wollte jetzt, also du hast mich fast zum Einschlafen gebracht. Herzlichen Glückwunsch. Ich brauche jetzt ein paar Regengeräusche, bitte. Ja, ich brauche das immer zum Einschlafen oder so Gewittergeräusche. Ist okay. Mach weiter. Es donnert auch zwischendurch. Zwischendurch zwitschern auch Vögel. Nochmal, wie zwitschern Vögel? Mach mal. Okay, und jetzt geht die Sonne auf. Okay, gut. Und jetzt brauche ich nochmal einen Aufstehsong. Ich will ja jetzt aufstehen. I'm sitting here in the boring room. Just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm feeling so lonely, I'm waiting for you. But it happened. And I wonder how. Ey, guck mal, diese Challenge liegt dir super. Guck, ich hab die richtige Plattform für dich ausgewählt, Spotify. So, Pause. So, wir müssen jetzt ein bisschen aufnehmen.
Danach muss ich einmal kurz nach Hause fahren. Warum musst du nach Hause fahren? Weil ich was vergessen habe. Und ich möchte Samira sehen. Okay, das kann ich verstehen. So, das muss ich nicht erklären. So, und ich brauche natürlich auch Musik im Auto, ne? Und wie lange fahren wir da? Ja, 15 Minuten, 20 Minuten. Also du musst dich durchsingen. Aber ich wollte gerade sagen. Ein, zwei Songs möchte ich schon hören. Okay. Okay? Und sonst können wir Radio hören. So, bis gleich. Okay. Wir sind jetzt im Auto. Ich muss kurz was von zu Hause holen und natürlich brauche ich auch die Musik dafür. So, dann können wir auch noch mal die Challenge hier haben, ne? Autofahren. Nein, jetzt los, Spotify, ich brauche einen guten Song. Okay. Und natürlich sind da jetzt Leute. Natürlich, ja, aber das Fenster ist zu. Ja. Everybody's always talking that. Oh ja, Zac Efron! Everybody's trying to get Nein, my Troy Bolton! I wanna listen to my own heart talking. I need to count on myself instead. Did you ever lose yourself to get what you want? Did you ever get on a run and wanna get up? Did you ever push away the ones you should have closed? Did you ever let go that you ever not know? I'm not gonna stop, that's who I am. I give it all I got, that is my plan. When I find what I lost, what the... Bad on it, bad on it, bad on it, bad on it. Okay, das reicht. Das war ein guter Song. Das war ein sehr, sehr guter Song dann, ja. Immerhin. So, ich brauche gleich vielleicht nochmal Musik, aber jetzt gerade höre ich erstmal Nachrichten. Okay. So. Okay, hier möchte jemand Musik hören? Ja, gerne, gerne. Okay. Gerne einen Song. Auch ein Klassiker, finde ich. Ave Maria! Ja. Nein, nicht ganz so klassisch. Okay. You would not believe your eyes with 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Nein, das ist nicht Fireflies, oder? I fill the open air and leave teardrops everywhere. You think me rude. Nein, nein, skip, 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 skip! Ganz schlimmer Song. Nein, oh, dann ja. Okay, nächster Song. Ja, bitte, eine Alternative brauche ich noch. Okay, Alternative. Fireflies, ne? Ich mag den Song nicht. Sorry, tut okay. mir leid. Okay. So I set fire to the rain. Watch me fall as I touch your face. Let it burn while I cry, cause I heard you screaming out your name. Okay, Pause, Pause, okay. Ich glaube, Pause. Deine Stimme ist jetzt nicht schlecht, aber dafür reicht es dann doch noch nicht. Wir machen erstmal Pause. Danja, auf mich brauchst du nicht filmen. Okay. Du bist heute Spotify, ich bin heute nicht der Star. Ja, du musst aber trotzdem sagen, dass du nochmal Musik hast. Next song, please. Okay. Lately I've been having losing sleep, dreaming about the things that we could be. But maybe I've been having praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Ist das nochmal Maroon 5 oder Coldplay? Coldplay? Coldplay. I see this life like a swinging wine, swing my heart across the line, and my face is flashing signs. Dig it out and he shall find. Oh, okay, danke. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Gut, du hast bisher nur einen Song gespielt von Troy Bolton, wo ich sage, macht Spaß, bei allen anderen. Aber wir sind ja gleich im Studio, da habe ich noch ein, zwei Sachen. Nein, reicht für heute, reicht fürs nicht, Auto nicht erstmal. Nicht noch mehr Troy Bolton? Nein, erstmal nicht. Danke. Erstmal nicht. Ist nicht die Troy Bolton Playlist heute dran. Gut. Bis gleich. Also, bisher macht das Danja heute gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Sie kann auch gar nicht so schlecht singen, aber das darf ich hier nicht sagen, weil sonst, ne, wisst ihr. Ne? Also ist gar nicht so schlecht. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, 1 von 10, wie viele Punkte gibt ihr hier heute als Spotify? Also, ich muss schon sagen, sie macht das sehr gut. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch vor der letzten Aufnahme einen Motivationssong und danach gibt es einen Abschiedssong. Aber wo bleibt sie denn? Ich wollte eigentlich kommen. Ah! Spotify ist wieder da. Danja, ich brauche jetzt, bisher machst du einen echt guten Job. Danke. Ich brauche aber jetzt vor unserer letzten Aufnahme nochmal so eine richtige Motivation. Das heißt, ein schöner Motivationssong noch. Wir haben nach einem Motivationssong gesucht. We've got to work, work, work this out. We'll make things right. The sun will shine. We got to work, work. Ich hatte eigentlich kein Troy Bolton mehr gesagt, ne? Kein Troy Bolton. Oder High School. Ja gut, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Okay. Mach weiter. We've got to work,
work, there'll be no doubt. We can still make the summer if we work this out. Premium vorbei, oder was? Mann, gut, okay, aber ist es eine gute Motivation für unseren letzten, für unsere oder letzte ich Aufnahme? Das Motivationssong. Genau. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Gut, ich brauche später nur noch einen Abschiedssong, ne, so wie ich dann nach Hause fahre. Bis gleich. So, letzte Aufnahme und wir sehen uns gleich wieder. Bisher aber wirklich sehr, sehr gut. Auch dieser Song wieder gut motiviert. Ich hab Lust. So, Danja. Es ist Zeit für Feierabend und ich brauche einen Feierabendsong. Ist wie ein Privatkonzert oder was? Ja, dein letzter Song heute als Spotify. Los jetzt. Ich brauche einen Feierabendsong. Ich bin schon dabei. Okay. Du wusstest ganz genau, wir sind mit den Aufnahmen jetzt durch. Es ist ja traurig, wenn du gehst, oder? Ja, wie du willst. Okay. Eigentlich ist mein Happy, weil er Feierabend hat, aber das ist was anderes. Entschuldigung. Weil ich muss dich ja nicht mehr sehen. Ja. Okay. There is a swollen storm. And I'm caught up in the middle of it all. Von wem ist das? And it takes control of the person that I thought I was, the boy I used to know. There is a light in the dark, and I feel its warmth in my hands, my heart. Why can't I hold on? Ciao. Okay, ich bin jetzt auf der App. Swipe, 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 swipe. Nein! Ich bin mittags in die Mensa gegangen und die Pizza war leer. Oh mein Gott, was machst du denn hier? Schatz, soll ich dir helfen? Nein, du brauchst mir nicht helfen, du kannst ruhig gehen. Vielleicht. Ich bin bereit. Ich nicht. Wenn ihr wüsstet, was auf euch zukommt, ne? Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Streaming-Kanal. Leute, heute gibt es eine schöne Challenge, eine 24-Stunden-Challenge. Ja. Euch beiden? Bei uns beiden. Ja. Und zwar habe ich heute was richtig Tolles mit euch vor. Claudia, du kennst doch auch schon das Format 24 Stunden alt. Das hast du mit Danja zum Beispiel gemacht als WhatsApp. Genau. Ne? Ich meine, es wäre ziemlich langweilig, wenn ich euch jetzt auch als WhatsApp rumlaufen lasse. Das hast du ja sogar auch miterlebt. Ne? Ja, einmal schon gereicht. Nochmal bitte. Wo Danja ein paar Nachrichten hin und her schicken musste. Ich habe was viel Besseres heute für euch vor. Und zwar... So, ihr seid heute im Haus 24 Stunden als TikTok unterwegs. Wir müssen gehen. Nein, ihr bleibt hier. Ihr bleibt schön hier. So, ihr werdet heute als TikTok rumlaufen und ich werde euch immer sagen, was meine For You-Page gerade so zeigt. Ne? Das ist ultra peinlich. Ja, ich weiß, dass das ultra peinlich ist. Peinlich. Aber so. hast du da eine gute For You-Page oder so eine richtig peinliche For Also You-Page? Meine For You-Page ist schon, also meine For You-Page besteht aus folgenden Sachen. Natürlich tanzen, wie bei jedem auch. Oh mein Gott, das reicht schon. Ein bisschen Cringe-Zeug ist auch immer mit dabei. Ne, weil ich, bitte ja, aber weil ich das immer schauen muss, kennt ihr das so, auch so Cringe-Zeug, wo man dann einfach schauen muss, auch wenn das auch nur 2 Likes oder 3 Likes hat, man guckt sich das trotzdem an. So, dann gibt es natürlich auch Memes, Fußballvideos oder irgendwelche witzigen Videos einfach, wo irgendeine Situation nachgespielt wird oder irgendein Sound, okay? Genau die Sachen, die wir nicht können. Ja, können wir, so. Können wir doch noch die WhatsApp-Challenge machen. So, wir starten auch gleich direkt, nachdem ihr das aufgeklebt habt, starten wir vielleicht hier in der Tür mit meiner For You-Page. Ich weiß nicht, gerade zeigt mir meine For You-Page irgendwie welche Tänze. Ich bin echt gespannt, was meine For You Page heute für mich hat. Okay, ich bin jetzt auf der App. Hast du dein Kopf? Okay, swipe. Swipe. Oh, dann gebe ich doch direkt das rote Herz. So, swipe. Swipe. Okay, das melde ich wegen schlecht. So, ein letzter Swipe. Ja, da lasse ich das Plus verschwinden. Okay. App ist geschlossen. Sehr gut. Ja. Guck, ihr macht das doch richtig gut. Hast du deinen Kopf eigentlich gestoßen? Ein kleines bisschen, aber es geht doch. Für eine TikTok-Challenge mache ich alles. Das war nicht nur ein kleines bisschen. Aber tut nicht weh, ne? Nein, okay, gut. Also, ihr wisst, wie gesagt, ihr seid heute 24 Stunden TikTok. Ja. Das heißt, falls ich euch zwischendurch mal nerve, tut es mir wirklich leid. Aber dann erwarte ich natürlich auch einen TikTok-Clip, ne? Ja. Okay? Ja. Gut. Wer weiß, wann ich euch wieder nerve. Tschüss. So, jetzt habe ich ein bisschen Lust auf Cringe-Zeug. Ne? Natürlich gibt es das überall. Auch auf Instagram, YouTube, also... siehe mich, ne? Aber ihr wisst, manchmal so Clips, wo man weiß, okay, muss das jetzt sein. Aber schauen wir uns das an. So, wir gehen jetzt mal zu Claudio. Claudio! Ich meine, TikTok! Hallo TikTok! Oh nein.
TikTok, also ja. Gerade zeigt mir meine For You-Page immer so ein bisschen Cringe-Zeug an. Ja. Also vielleicht lässt du dir da mal was einfallen. Gib her. So. Okay. Oh mein Gott, Leute, schaut mal. Hier sind die Dragon Balls. Lass das Plus verschwinden. Denn wenn ihr das Plus verschwinden lässt, dann habe ich 7 Wünsche frei. Dragon Balls. Woo, cool. Gar nicht so schlecht, aber ich fand das jetzt nicht so super cringe. Also, um es noch ein bisschen mehr cringe zu machen, wie wär's nochmal mit dem Tanz? Okay. Okay? Okay. Da. Ja, okay, also reicht schon. Cringe genug? Ja, ist schon cringe genug. Also ist ja nicht so, dass du alleine schon cringe genug wärst. Ne? Aber ab und zu passiert es ja auch. Also kennst du das? Dass man, also wenn ich jetzt meine For You-Page weiter scrolle, ne? Dann ist es ja auch manchmal so, dass man so denkt, so, hey, als ob ich dich nicht filmen würde. Dieses so, ich erzähl dir was und ich film's nicht. Ich stell die Kamera ganz unauffällig hier hin und setz dich da hin. Ich komme rein. Und erzähle dir was, was sozusagen passiert ist. Und du musst natürlich komplett übertrieben reagieren. Ja. Okay? Okay. Ja? Hey, Claudio. Oh mein Gott, was machst du denn hier? Ich hab was gehört. Was denn? René, ne? Ja? Er hat ein Neon-Pad. Nein! Ja. Besuch ihn mal. Oh mein Gott, das ist aber unfassbar. Ich muss zu Baby René. Er hat ein Neon-Pad. Gut, das ist gut. Das erwarte ich. Ja, sehr gut. Claudio. Ey, das ist gar nicht so schlecht. Ja. Das ist wirklich gar nicht so schlecht. Also, ich glaube, TikTok sollte dich als sozusagen Repräsentant ihrer App... Nein, das nicht. Das ist nicht fair. Okay, ich wollte gerade sagen. Ne? Doch, nicht schon. Mal gucken, was René so cringiges hat. Oder ich meine, auf TikTok werden ja auch Real-Life-Stories geteilt. Ja. Ich glaube, eine tolle Real-Life-Story von René möchte ich jetzt hören. Okay, cool. So, bis später. Eigentlich müsste es heißen TikTok Inside. TikTok? Hallo, TikTok! Bitte nicht, dass du schon wieder Lust auf TikTok-Videos hast. Natürlich, ich habe immer zwischendurch Lust auf TikTok. Heute ist mir langweilig. Danja ist nicht da, ihr seid da. Das heißt, es kann nur langweilig werden. Du hast ein schönes Ambiente hier. Das gefällt mir sehr gut. Du weißt, dass ich auch diese Lichter mit Blau, Türkis und Pink auch sehr stark finde und lila. Ja. Und ich finde, setz dich mal da auf deinen Sessel. Ab und zu höre ich mir auch auf TikTok, auf meiner For You-Page, landen ab und zu auch Real-Life-Stories, die manchmal ein bisschen übertrieben sind und die manchmal auch noch ein paar zwei brauchen. Und jetzt sag mir bitte, du swipest sie immer weiter und willst sie nicht... Nein, ich schaue mir das meistens immer an. Deswegen, gerade wird meine For You-Page vollgeballert mit Real-Life-Stories. Also. Okay. Also Leute, es war folgendermaßen. Es war in meiner Kindheit. Aber bevor ich das erzähle, mach bitte das Plus weg. Und es war in meiner Kindheit, ich wollte zur Schule gehen. Und es wurde gesagt, es gibt Pizza an dem Tag. Und dann bin ich an dem Tag zur Schule gegangen, hatte schon den ganzen Tag Hunger. Und bin mittags in die Mensa gegangen. Und die Pizza war leer. Leute, wenn ihr das genauso traurig findet wie ich, macht bitte das Plus weg. Teil 2 folgt demnächst. Sehr gut! Also, ja! Also das sind so Real-Life-Stories, wo ich auch manchmal denke so, boah, jetzt kommt's ganz dicke. Ne, jetzt ist was Heftiges passiert. Und dann natürlich eine fehlende Pizza. Ja, einfach traurig gewesen. Das war einfach. Ja, also ich finde, da mache ich wirklich, also da swipe ich weiter. Ne? Lass auch kein Herz da erstmal. Wie? Ne? Kein Herz. Und für Teil 2 gehe ich jetzt auch nicht auf Instagram. Hast du nicht das Plus weggemacht? Nee, tut mir leid, leider nicht. Nun gut, aber du hast deinen Teil sehr gut erledigt. Auch Claudio, der hat ein bisschen was Cringe-mäßiges gemacht. Hat er sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ist ja auch Claudio, da habe ich jetzt auch nichts anderes erwartet. Wollte ich gerade sagen, wir sehen uns dann später. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen weiter ohne TikTok auskommen. So, die beiden sind in der Küche. Wollen wahrscheinlich Mittag machen oder so. Hallo. Hallo. Hallo Eva. Hi. Eva, hast du schon gesehen, was die heute sind? TikTok. Ja. TikTok. Ja, kommt mal kurz hier hin. Du bist doch auch auf TikTok unterwegs, ne? Ja. Auf deiner For You-Page sind doch bestimmt auch manchmal so Memes oder so witzige, irgendwas, was so witzig ist. Das ne? ist eigentlich immer nur Baby-Yoda. Ja, okay, Baby-Yoda, okay. Könnt ihr was mit Baby-Yoda machen? Kennst du Baby-Yoda? Nee, kenn ich nicht, okay. Vielleicht, wir schauen einfach mal, Eva, wir lassen sie mal machen und gucken. Zeigt uns mal, was so typisch TikTok ist. Ne, okay. Hier könnt ihr die Kamera haben. Hot Friendship! Oh nein! Und
wie war's? Das ist immer die Stelle, wo ich TikTok ausmache. Aber nein, das swipen wir weg, das swipen wir weg. Ich möchte was anderes sehen, das swipen weg. So, Eva, jetzt kommt etwas aus dem echten Leben. Kennst du diese schlecht gestellten Videos? So. Schatz, soll ich dir helfen? Nein, du brauchst mir nicht helfen, du kannst ruhig gehen. Wirklich? Ganz sicher? Ja, geh weg. Okay. Mann, ständig hilft mir keiner hier in dem Haushalt. Ach Mann. Oh mein Gott, ist das schlecht. Ehrlich, Eva, was sagst du? Lässt du das Plus verschwinden bei den beiden? Ja, ja. Okay. Lass das Plus verschwinden. So, ich möchte aber jetzt, ich möchte zuletzt jetzt von euch noch ein Fortnite-Meme, bitte. René, hol das Einhorn, los. Ey. Das ist Hefas For You Page. Nein, nicht das Einhorn, das große Einhorn. Links. Ein Einhorn und Fortnite. Ja. Was machen wir jetzt daraus? Für Fortnite! Alles klar. man kann ja bei TikTok auch Videos melden. Das melde ich jetzt erstmal. Wegen irreführender Metadaten. Das hat nichts mit Fortnite zu tun. So. Eva, aber hat dir deine For You-Page heute gefallen? Ja, war gut. War gut? War in Ordnung. Okay. Absolut. Sehr gut. Alles klar. Gut, dann lasse ich euch wieder alleine. Ich muss schon sagen, bisher läuft es wirklich sehr, sehr gut. Die Jungs machen ihren Job als TikTok wirklich super. Ich habe jetzt noch eine Sache. Auf meiner For You-Page haben wir auch ab und zu das. Und ich weiß sowieso, dass sie sowieso keine Lust mehr haben. So, ja, kommt rein. Perfektes Timing. Genau jetzt wollte ich meine For You-Page. Was? Nein! Aber reicht doch jetzt so langsam, oder? Also 24 Stunden? Ja, wir was? Wir müssen jetzt auch noch aufnehmen, ne? Ja, bevor unsere Chaos-Crew oder zockt mit mir. Wollt ihr wieder Scam? Ja. Ja, hatten wir jetzt eigentlich weißt vor. Weißt du was? Ich habe eigentlich auch nur noch eine Sache auf meiner For You-Page, die ich immer sehe. Und zwar sind es Fußballtricks. Nein, es sind Fußballtricks. Wir lieben zwar alle drei Fußball, aber wir beide sind nicht so begabt. Ja, genau, aus diesem Grund will ich jetzt ein paar Fußballtricks von euch sehen. Das letzte Mal, dass René einen Ball am Fuß hatte, war 1998. Nein, er hatte letztens bei Danias Video schon. So, komm. Ich bin im Training. So, Tricks, da ist der Ball. Okay, komm. Okay, jetzt was Bestimmtes sehen? Nein, oder ich möchte was auf meiner For You-Page ist. Okay. Also ich habe gehört, Cristiano Ronaldo war letztens auf deiner For You-Page. Jetzt bin ich gespannt. Claudio, seid ihr bereit? Ja. Oh! Nicht schlecht, da gibt's ein Herz drauf. Das Herz ist rot. Das nennt man den Claudio-Trick. Ja, okay. Swipe. Ja, das war nicht schlecht. Gut, so, ne? Wir swipen. Okay. Ich möchte Ronaldo wiedersehen. Okay. Mein nächsten Trick brauche ich ein Tor. Oh. Oh. Swipe, ich möchte einen letzten Trick noch sehen. Komm, dann seid ihr durch. Einen letzten Trick, dann habt ihr eure 24 Stunden heute hier bei mir geschafft. Da geht das ganz schnell, du musst genau hier gucken. Oh, nicht schlecht und fast sogar die Vase kaputt gemacht. Cool, oder? Gar nicht so schlecht. Also ich muss schon sagen, ihr als TikTok einen Tag lang, also kann ich mit leben auf jeden Fall. Ich lasse euch jetzt auch in Ruhe, weil ihr noch ein Video aufnehmen müsst. Ich muss auch noch ein Video aufnehmen und dann gehen wir nach Hause. Dann habt ihr es ja sowieso geschafft. Ne? Also ihr habt es echt nicht schlecht gemacht. Ja, danke. Leute, das waren sie, die 24 Stunden als TikTok. Ihr könnt gerne euer Lieblings-TikTok in die Kommentare schreiben. Was hat euch am besten gefallen? Ich muss schon sagen, also die Tänze am Anfang waren schon echt Gold wert. Die waren schon echt unangenehm. Ja. Leute, wenn ihr Spaß habt, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und schaut auf jeden Fall nicht bei der Chaos Crew vorbei. Bitte mach das. Sie haben 5 neue Nachrichten. Weißt du, dass dein Smartphone auch Vibration hat? Wenn du das Smartphone benutzen möchtest, Henne, dann musst du das auch vernünftig benutzen. Ich wollte es jetzt noch filmen. Nein, alles gut. Ich bin heute ganz brav. Das glaube ich allerdings nicht. Doch, ich bin heute ganz brav. Naja, lange wird es nicht halten. Hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Aua, das tat voll weh. Niemals den Rücken drehen. Niemals den Rücken zu mir. Dein neues Video auf dem Spiel mit mir kann. Ich mache nichts, ist okay. Ich vertraue dir komm, nicht. Komm, ich tue den Ball extra da. Leute, heute bekommt Kahn jetzt seine Retourkutsche. Oh, dass er mir gerade die ganzen Sachen an den Kopf schmeißt. Mann, das ist ein Nerf, wie du, guck mal, wie du übertreibst. Aua! Was für eine Challenge hast du heute vor? Du kannst mich doch, guck mal, du wirst mich doch jetzt so oder so bestrafen dafür. Ja, so, deswegen habe ich mich jetzt schon, ich habe mich nur schon jetzt nicht danach, sondern vorher revanchiert. Was habe ich? Du bist jetzt 24 Stunden mein Smartphone. Ja, noch Wünsche? Nee, das 24 ist 24 Stunden Geld geben oder sowas? Naja, könntest du theoretisch auch, aber das würde ich dir jetzt nicht antun. Ja, okay, was hast du denn vor mit mir? Ja, also ich habe heute unterschiedliche Aufgaben für dich, die du erledigen musst. Und du musst dann quasi agieren. Als ich spiele dein Smartphone. Ja, genau. Ja, okay. Aufstehen.
aufstehen. Also ich werde alle fünf Minuten dein Wecker sein und dann kannst du immer auf Schlummermodus gehen, okay? Ja, schön, freut mich. Oh, das ist schön. Ja, freut mich. Schlummern. Das ist richtig nervig, ne? Ja. Gut, okay. Was hast du denn für Aufgaben für mich heute so als Smartphone geplant? Ich sag sie dir noch nicht alle. Das ist richtig mysteriös. Ich sag sie euch nicht alle. Nö. Ich bin richtig geheimnisvoll. Ich bin Danja. Nö. Also pass auf, es ist ja relativ Anfang der Woche und ich brauche noch ein bisschen Inspiration für Videos. Ja. Könntest du mir bitte einfach ein paar Videos abspielen? Ja, ist okay. Sollen wir das direkt drüben machen? Achso, nee, ich bin das Video, das, ne? Video. Achso, ja. Du brauchst ein bisschen Inspiration, hast du gesagt, ne? Hey Leute, heute mit einer neuen Challenge und zwar, wie kann ich 24 Stunden meinen liebsten Freund und meine liebste Freundin nerven. Ich habe mir die Videos... Swipe! Das ist kein Swipe, das ist natürlich YouTube, kann das swipen. Kannst du nicht swipen. Okay, warte, dann klicke ich einmal drauf, dann klicke ich oben auf das X, dann ziehe ich das nach unten und dann ist es weg. Hey Leute, heute drei Rezepte für, wie ihr Menüs bei McDonald's machen könnt. Bip! Ich baue mir heute ein neues Haus und zwar nur mit diesem Karton und ich werde euch zeigen... Oh Gott, wie man... Dislike? Hallo, das ist voll gut. So, genügend Inspiration oder brauchst du noch eins? Naja, eins könntest du mir schon noch. Also vielleicht noch irgendwas, was mir auch gefällt. Okay. Hey Leute, heute habe ich ein super Haul. Und zwar der 25 Euro DM Haul. Und ich habe hier wieder... Ich glaube, Kahn ist nicht so gut geeignet, um meine Videointeressen wiederzuspiegeln. Aber das ist in Ordnung. Ja, du hast einen komischen Algorithmus. Ich habe einen ganz komischen Algorithmus, muss ich sagen. Aber du kannst erstmal wieder gehen. Okay. Ich schalte mein Smartphone jetzt erstmal aus. Das ist erstmal weg. Alles klar. Bis dann. Achso, warte. Nein! Schlummern, oh Mann, schlummern! Okay, ich habe mir jetzt mal die Kamera geschnappt, weil... Ab und zu meldet sich ja jemand auch über das Smartphone. Sie haben 5 neue Nachrichten. Nachricht Nummer 1 von Claudio. Kann ich dein Einhorn haben? Bitte antworte mit Nein. Nein. Nachricht Nummer 2 von René. Falls Claudio dein Einhorn nicht bekommt, kann ich es bekommen? Nein. 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 Definitiv nein. Nachricht Nummer 3 von deinem Freund. Hast du schon wieder den ganzen Tee aufgebraucht? Nein. Du musst auch die Wahrheit sagen, diese Nachrichten. Nein. Nachricht Nummer 4 vom Staatsanwalt. Was? 2 Jahre Haft. Was kriegst du für Nachrichten? Ich glaube, das ist ein Scam. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nachricht Nummer 5. Ihr Datenvolumen ist aufgebraucht. Das ist die schlimmste Nachricht, dann ne? Dann läuft ja jetzt alles nur noch ganz langsam. Ja, das ist die schlimmste Nachricht. Oh. Ach ja, und was ich vergessen habe... Nein! Oh Mann, schlummern! Es ist dein Smartphone, nicht meins. Achso, kannst du bitte weißt du, dass dein Smartphone auch Vibration hat? Ja. Könntest du bitte Claudio und René meine Antwort übermitteln? Ja, du hast leider keinen Empfang gerade, sorry. Ach so, warte, ja, dann gehen wir einfach woanders hin. Nein, sorry. Doch, komm, wir gehen zum Fenster. Sie haben eine neue Nachricht. Ihr aktuelles Guthaben beträgt 0 Euro und 2 Cent. So, bitte überbring. Nein, du hast keinen Empfang und du hast kein Guthaben. Überbring also, doch mal. Nein! Ich bin nicht WhatsApp. Ich bin nicht WhatsApp. Aber du bist mein Telefon, das heißt, du bist auch WhatsApp! Das nennt sich Locked Screen. Danja, du weißt, dass ich. Danja, guck mal, du weißt, dass ich stärker bin als du. Lass es. Bring doch jetzt bitte. Du tust dir gleich weh. Bring doch bitte einfach. Du hast. Jetzt geh doch einfach zu Claudia und zu René und sag nein. Geh bitte zu den beiden hin und sag jetzt einfach nein. Sie haben 5-mal den falschen Code eingegeben. Das war die Puck. iPhone freigegeben in 15 Minuten. In 15 Minuten ist dein Handy wieder freigegeben. Der sollte doch jetzt einfach nur die Nachrichten überbringen. Das ist ja wohl die einfachste Aufgabe. Leute, ich habe Hunger. Ich bin wirklich Hunger jetzt. Und glücklicherweise habe ich ja heute ein freundliches Smartphone, was sich darum kümmern soll, mir Essen zu bestellen. Und die letzte Aufgabe fand er jetzt nicht ganz so prickelnd und hat gar nichts gemacht, aber naja.
Hallo, die 15 Minuten Sperrzeit sind vorbei. Ich habe Hunger. Sehe ich aus wie 24 Stunden McDonald's? Such mir bitte 3 Restaurants in der Nähe raus. Wichtig wäre, dass sie was Veganes im Angebot haben. Ja, okay, ich hab was. Okay, dann bestell mir da bitte was. Okay. Ja? Ja. Das ging jetzt so einfach. Du bestellst mir jetzt was zu essen, ja? Ja, ich bestell dir was zu essen. Du kannst du bitte für Claudia und für René auch was zu essen bestellen? Ja, kann ich gerne machen. Ja, kann ich gerne machen. Mach ich, ja? Ist okay. Sagst du mir... Also, bitte einen Wecker, wenn das Essen da ist. Ja, alles klar. Ich gebe dir die Benachrichtigung, sobald die Bestätigung kommt, okay? Okay. Die Bestellbestätigung. Ja, oh, okay. Okay. Alles klar. Ich komme dann gleich. Okay. Hä? So, die Bestellbestätigung ist da. Danja! Du hast eine neue Nachricht bekommen. Setz dich doch mal. Du hast eine neue Nachricht bekommen. Und zwar habe ich die Bestellbestätigung per Mail jetzt bekommen. Das war für dich, für Bianca, René, Claudio und Eva, ne? Ja. So, ich habe für mich auch noch was bestellt, ne? So, okay. Das Essen kommt dann nächste Woche. Um diese Uhrzeit ungefähr. Ich habe gewusst, dass du schon wieder irgendwie... Ja, du hast nicht gesagt, wann. Einem Smartphone musst du auch eingeben, wann du das Essen bestellst, ne? Oder für ich wann. Gewusst, du, nein, du hast einfach gesagt, bestell Essen, aber du hast nicht gesagt, für welchen Tag. Einfach mal mit. Was? Ich hab doch mitgemacht. Ich hab bestellt für nächste Woche. Ja, aber ich wollte doch für heute. Ich ja, hast du nicht gesagt. Können wir das bitte noch einmal, ob du irgendwann mal heute gesagt hast oder so? Mann, ich hab wir spielen das einmal kurz ein, bitte. Ich hab Hunger. Such mir bitte 3 Restaurants in der Nähe raus. Ja, okay, ich hab was. Okay, dann bestell mir da bitte was. Okay, pass auf, ich bin jetzt traurig, okay? Also ich bin jetzt ein bisschen sad und okay, ich kenne da eine, was, du hörst Musik, wenn du sad bist, ne? Nein. Doch. Oh, by myself, don't wanna be all by myself. Ja, was willst du denn, wenn du traurig bist? Ich würde gerne was shoppen. Du willst was shoppen? Oh! Ich möchte gerne was shoppen. Ja, wahrscheinlich auf der Basis deiner letzten Einkäufe würdest du jetzt gerne natürlich von mir wissen, was meine Empfehlungen gerne, für genau, dich sind. Genau, ich hätte jetzt gerne. Ja, dann komm doch mal mit. Komm mit. Empfehlungen von dir. Ja, nimm mal die Kamera. Und ich möchte, dass es wirklich Sachen sind, die ich mir auch kaufen würde. Ja, ich habe ganz, ganz tolle Empfehlungen für dich. So, ich bin jetzt mal bei Zalando. Okay, ja, da kaufe ich ab und zu mal. Das könnte passen. Ich habe ein paar Boots für dich. Aber du weißt schon, dass jetzt gerade Frühling wird, ne? Ist nicht schlimm. So, aufgrund deiner letzten Einkäufe habe ich jetzt mal ein paar Empfehlungen für dich. Okay. Nummer 1. Ja, Wanderschuhe sind so Snowboots. Ist gar nicht mal so schlecht. So, ein weiterer Schuh aufgrund deiner... Guck mal, hier 39 gibt's auch. Bestell ich dir direkt. Aber die gefallen mir nicht. Gut, bestell ich dir dann direkt per Premium, ne? Das ist eine schlechte Empfehlung. Nächste. So, in den Warenkorb. Okay, dann haben wir diese Schuhe hier. Sind die vegan? Nicht herauszufinden, kommen auch nochmal Material. Ich sage ja. Ja, sind sie. So, dann habe ich hier nochmal einen Schuh in einer etwas anderen Farbe. Ja. Damit du das später auswählen kannst, packe ich dir das auch in den Warenkorb. Wir sind bei einem Gesamtwert jetzt von 260 Euro. Ist okay, glaube ich. So, wir haben hier noch Timberlands. Guck mal. Die finde ich aber schön, die sind sogar reduziert. Ja, gibt es leider nicht in deiner Größe. Ich bestelle sie trotzdem mal in 47,5. Dann habe ich die hier für dich. Die finde ich auch sehr schön. Ja, bestelle ich dir auch. Mhm. Beziehungsweise die bestellst du für dich. Ich packe sie ja nur rein. Ja, ja, du empfiehlst mir. Und hier Doc Martens. Oh, die finde ich, also guckst du bitte, ob das vegan Doc Martens sind. Das ist wichtig für mich, weißt du? Ja, kannst du selber gucken. Dein Smartphone hat keinen Speicher ansonsten mehr. Ansonsten muss ich wirklich sagen, dass du mir schlechte Empfehlungen gibst, wenn die Sachen so, nicht... So, wir haben jetzt einen Gesamtwarenkorb von, willst du einmal kurz drauffüllen? Ja. 779 Euro. Also wirklich ein richtiges Schnäppchen, was du mir da zusammen... So, natürlich weißt du, dass das Smartphone manchmal Sachen macht, die es nicht machen soll. Ne? Also zum Beispiel, ich gebe dir jetzt Empfehlungen, die eigentlich gar nicht für dich passen. Ja. Ne? Und du hast jetzt zum Beispiel auch die ganze Zeit über Vegan gesprochen. Deswegen gibt es vegane Schuhe jetzt für dich. Du weißt ja, Smartphones hören dir auch zu. Ja. Ne, ich habe dir zugehört. Deswegen habe ich jetzt hier eine tolle Empfehlung für dich. Ja. Das sind vegane Schuhe. Ich habe zum Beispiel hier ganz tolle Schuhe für dich. Die passen auch zu deinem Modestil. Also ich finde, die passen sehr gut zu deinem Stil. Und warum? Aufgrund von welcher... Ja, also es ist ja oft so, dass du sehr unpassende Sachen anziehst. Und das ist... Okay. Ohne, dass ich die Marke jetzt kenne und ohne, dass ich was sage, aber... Okay, also das sind die Empfehlungen für mich. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, aber so ist das halt, wenn man keinen ordentlichen Algorithmus hat. Der Akku erschöpft? Ist jetzt ernsthaft dein Akku erschöpft? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich hol dir einen Energy Drink. Gibt's doch nicht.
Vater, lass die Kamera hier. Ich schlepp die doch jetzt nicht mit. Wisst ihr, Handys haben auch Notfallakkus, aber die gehen auch nur an in einem Notfall. Ne? Das ist zum Beispiel ein Notfall. Ich möchte einfach die Ruhe ohne Daniel genießen. Sieh mir die Challenges, ey, ehrlich. Auch ein Smartphone hat mal was zu sagen. Ladegerät ist angeschlossen, dann sollte das Smartphone gleich wieder funktionieren. Falsches Ladegerät. Nicht kompatibel. Es ist kompatibel. Nein. Nicht kompatibel. Was brauche ich denn für ein Ladegerät? Google es doch. Ich habe ja kein Smartphone. Sie ist schon wieder genervt von mir. Ist gut, ist gut. Und so, was glaube ich euch? Können wir mal ganz, wo sie nicht da ist, ganz random jetzt in die Kommentare schreiben. Danja, stimmt das? Fragezeichen. Einfach nur, Danja, stimmt das? Damit sie einfach nur random, einfach nur so ein bisschen. Sie denkt so, hä? Und mich dann fragt, was ist denn in den Kommentaren los? Weil sie wird das Video ja nicht schneiden und sie wird sich die Stelle holen. Deswegen bitte jetzt in den Kommentar, Danja, stimmt das? Und dann so. Angeschlossen. Kein Strom. Was ist jetzt mit kein Strom? Das ist jetzt so ernst. Ich laufe jetzt nicht nochmal los. Könntest du dich jetzt bitte wieder einschalten? Hochgefahren. Bitte PIN eingeben. Dieser Versuch war nicht erfolgreich. Sie haben noch zwei Versuche. Dieser Versuch war nicht erfolgreich. Sie haben noch einen Versuch. Ihr Telefon ist nun gesperrt. Bitte geben Sie den PUC ein, um das Handy wieder freizugeben. Den PUC? Entschuldigung, PUC. Niemand braucht diesen blöden PUC. Puck. Die Puck. Das ist die Puck. Wenn du das Smartphone benutzen möchtest, Tanja, dann musst du das auch vernünftig benutzen. Ich hab... Du kennst deinen PIN nicht. Du kennst deinen Puck nicht. Naja, weil du tust ja so... Du hast das falsche Aufladegerät mitgebracht. Du denkst doch nicht wirklich, dass ich jetzt auch weiter dein Smartphone spiele. Doch, ich glaube schon. Hallo? Ach, willst du machen? Smartphone ist beleidigt. Auch Smartphones haben Gefühle. Machst du jetzt echt nicht mehr mit? Danja, stimmt das? Was stimmt? Was stimmt? Was stimmt? Was stimmt? Gruselig. Ganz, ganz gruselig. Ja, Leute, ich glaube, Khan möchte nicht mehr mein Smartphone sein, aber ich kann das überhaupt gar nicht nachvollziehen. Wenn es euch heute Spaß gemacht hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.